In Washington stellt sich der einflussreiche US-Rechtspopulist Steve Bannon der Polizei. Der frühere Chefstratege von Ex-Präsident Donald Trump ist wegen Behinderung des Kongresses angeklagt. In der US-Hauptstadt wird er einem Richter vorgeführt. Bannon schlägt aggressive Töne an. Jeder Progressive und jeder Liberale in diesem Land, der die Redefreiheit und die Freiheit mag, sollte für diesen Fall kämpfen. Deshalb bin ich heute hier, für alle. Ich werde niemals klein beigeben. Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Bannons Anwalt sagt, der Prozess sei ein Betrug. Bannon hatte eine Vorladung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar ignoriert. Ihm wird außerdem vorgeworfen, dem Gremium die Übergabe angeforderter Dokumente verweigert zu haben. Der 67-Jährige wurde deshalb von einer Grand Jury angeklagt. Der Untersuchungsausschuss hält Bannon für eine Schlüsselfigur bei der Kapitolerstürmung. Der Trump-Vertraute habe bereits im Vorfeld gewusst, dass es zu Gewalt kommen würde. Bannon wurde am Montag auch einem Bundesrichter vorgeführt. Dieser ließ den Angeklagten ohne Zahlung einer Kaution frei.